Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Adventskalender. Ihr seid angekommen bei Türchen Nummer 23. Im heutigen Türchen, sage und schreibe Nummer 23, brauchen wir einen Glanzversiegler und einen Mattversiegler. Wenn ihr keinen Mattversiegler habt, geht der Glanzversiegler. Ein Make-up-Gel. Am besten ihr nehmt das gleiche, was ihr für Türchen Nummer 22 genommen habt. Ein Weiß, es muss kein Painting-Gel sein, es kann ein weißes Farbgel sein, sollte aber nicht so sehr fließen. Klares Acrylpulver. Keine Sorge, wenn ihr das nicht habt, geht auch ein ganz, ganz feines Sugarglitter. Und wir legen auch schon los. Mit eurem Make-up-Gel grundiert ihr euch den kompletten Tipp. Setzt da, wenn ihr braucht, zwei dünne Schichten oder eine deckende Schicht auf und lasst es komplett aushärten, bitte. Mit eurem Weiß wird jetzt der Tipp sozusagen halbiert. Ihr zieht euch zuerst eine Linie auf der Hälfte. Und malt die Seite komplett aus. Wenn nötig, macht ihr bitte noch eine zweite deckende Schicht, ansonsten aushärten. Jetzt, wie gesagt, wird matt versiegelt. Habt ihr keinen Mattversiegler, nehmt Glanzversiegler und mattiert ihn dann mit dem Buffer an. Ich mache es mir heute mal einfach. Ich nehme meinen Quick Finish Extrem Matt von MPK Nails. Jetzt brauchen wir ein Auffangschälchen, unser Sugarglitter oder Acryl, das ist ein klares Acrylpulver, und ein Weiß, was nicht so schnell wegläuft. Wichtig ist auch, dass der Nagel komplett trocken ist. Als erstes setzen wir uns im weißen Bereich das Strickdesignmuster. Dazu nehmen wir etwas Farbe auf den Pinsel und legen los. Das darf ruhig etwas dicker sein, das Gel. Und etwas versetzt die zweite Reihe. So. Jetzt kommt schon das Glitzer- oder Acrylgel zum Einsatz. Acrylpulver und wird drüber gestreut. Ich härte jetzt zwischen, damit mir das Ganze nicht verläuft. Und schon wird das überschüssige Glitzer abgeputzt
Und ich hoffe, man sieht es. Es ist ein dezentes Glitzer. Weiter geht's auch schon. Wir nehmen einen Spotty. Wo ist mein Weiß? Ich habe es gerade weggeräumt, damit mir das nicht verläuft, beziehungsweise mit Glitzer voll gematscht wird. Ja. Mit dem Dotting-Tool werden jetzt der Linie entlang Punkte gesetzt. Anhand dieser Punkte zeige ich euch mal den Unterschied zwischen Acrylgel, oh meine Güte, Acrylpulver und Glitzerpulver, so rum. Weil jetzt streue ich nämlich mal das klare Acryl ein und auch wieder anhärten. Das Lose ebenfalls wieder abputzen und ihr seht schon, dass das in der Mitte einen sandigen Effekt hat. Ja, und nun mit eurem Dotting-Tool setzen wir uns Punkte für eine Schneeflocke. Mit eurem Schlepperpinsel werden die dann verbunden. Und ebenfalls kommt der Sugar-Effekt oder euer feines Glitzerpuder drüber. Das Ganze aushärten und mit dem Tipp sind wir fertig. Wenn ihr das überschüssige Glitzeracryl abgeputzt habt, sieht das Ganze so aus. Was ihr macht, überlasse ich euch. Ob ihr nun mit Glitzer macht oder mit Acrylpulver, entscheidet das selber. Wir machen aber noch einen zweiten und einen dritten Tipp. Die sind alle nicht schwer. Gleiches Prinzip, nur anderes Design. Ist euer zweiter Tipp fertig mit dem Make-up-Gel, brauchen wir ein Weiß und einen Pinsel, mit dem ihr auch zeichnen könnt, malen könnt. Denn wir starten, indem wir uns in der Mitte von dem Tipp ein Herzchen malen. Ich habe mir jetzt zwei Punkte gesetzt. Dient für mich so als Anhaltspunkt. Das Herz muss nicht haargenau gleich sein. Das kann auch auf der einen Seite etwas weniger ausgeprägt sein, so wie ihr das möchtet. Das Ganze wird jetzt ausgemalt.
richtig gut aushärten. Je nachdem, was ihr bevorzugt, wird jetzt matt oder glänzend versiegelt und dann das Glänzende mit einem Buffer anmattiert. Ich nehme meinen Mattversiegler, da ich heute echt zu faul bin. Aber das habe ich euch ja schon beim anderen Tipp gesagt. Das Ganze wird jetzt komplett ausgehärtet und dann machen wir weiter. Wie beim letzten Tipp machen wir auch hier ein Strickdesignmuster. Und streuen wieder Glitzer oder Acryl ein. Kurz setzen lassen, anhärten, das Überschüssige wieder weg. Und jetzt machen wir im freien Bereich ebenfalls noch ein bisschen Design. Dazu brauchen wir nochmal das Dotting Tool. Und jetzt ziehen wir uns hier einen Stern raus. Auch im unteren Bereich setzen wir uns einen Stern. Und jetzt einfach noch ein paar Punkte setzen. Nochmal euer Glitzer oder Acryl einstreuen. Und gründlich aushärten. Und nun zum Schluss nochmal das Glitzer weg. Damit sind wir mit dem zweiten Tipp fertig. Der dritte folgt sogleich. Kommen wir zum dritten und letzten Tipp. Auch dieser wird wieder mit unserem Make-up-Gel einfach mal komplett verarbeitet. Sprich, wir machen ein Fullcover.
Ich mache wieder zwei dünne Schichten drauf und dann geht's weiter. Jetzt wieder das Weiß und mit dem Weiß wird eine Smile-Line gezogen, aber die ist nicht weit unten, sondern die ist weit oben. Das Ganze wird nach unten hin komplett ausgemalt. Und notfalls noch eine zweite deckende Schicht drüber. Ich hatte aus. Nun wieder mit eurem Mattversiegler die ganze Fläche matt versiegeln oder ihr nehmt Glanzversiegler, macht die Schwitzschicht ab und buffert dann an. Ich mache es mir einfach mit dem Mattversiegler. Komplett aushärten lassen und dann sehen wir uns wieder. Der nächste Schritt dürfte euch bekannt sein. Ihr nehmt wieder euer Painting Gel oder euer weißes Farbgel, je nachdem mit was ihr arbeitet. Nehmt euch einen Schlepper oder Feinliner Pinsel und wir machen das Strickdesign. Ich habe mir hier eine etwas größere Menge auf dem Pinsel aufgenommen und setze zuerst hier oben am Rand an. Und umfahre den gesamten Rand. Und damit euch das nicht verläuft, könnt ihr jetzt schon mal mit eurem Acrylpulver oder eurem Sugarglitter drüber streuen. Das kurz anhärten lassen und dann könnt ihr weitermachen. Wieder so für 10 Sekunden. Mit einem Pinsel schon mal das Glitzer wegnehmen und wir machen weiter. Jetzt haben wir zwei Linien nach unten. Ihr könnt natürlich auch das Strickdesign komplett durchziehen, wenn ihr sicher seid, dass euch das Gel nicht verläuft bzw. ihr schnell genug seid. Na, da war der Pinsel weg. Ich arbeite das lieber auf Etappen. So kann ich mir nämlich Zeit lassen. Jetzt wechsle ich auf den kleineren Pinsel, denn nun machen wir etwas filigran, also etwas kleinere Linien. So, die sind nicht unbedingt filigraner, aber kleiner. Und wir setzen die uns so versetzt auf den Tipp.
dann einfach durchziehen. Ja, auf der anderen Seite auch. Und wieder das Glitzer rein. Ihr könnt natürlich vom Muster in die Außenbereiche gern variieren. Das überlasse ich euch. Wieder kurz rein zum Anhärten. Wieder vorsichtig das Glitzer ab oder euer Acrylpulver. Im nächsten Schritt nehmen wir ein Dotting-Tool und das Weiß. Und machen uns kleine Herzchen. Dazu setze ich zwei Punkte nebeneinander. Nehme dann meinen Feinliner-Pinsel. Da kommt auch noch mal ein bisschen Gel drauf und dann ziehe ich mir einfach zwei Linien nach unten zusammen und im oberen Bereich füge ich sie auch zusammen. Wenn euch das nicht erhaben genug ist, setzt ruhig ein bisschen Gel nach. Das Ganze führen wir fort, je nach Tippgröße nach unten zwei oder drei Stück. Ich belasse es jetzt mal bei zwei. Und wieder Glitzer rein oder Acryl. Nochmal anhärten. Machen wir den letzten Schritt bzw. den vorletzten Schritt. Setzen uns mit dem feinen Dotting-Tool in den freien Bereich mittig einen Punkt. Aus diesem Punkt heraus ziehen wir uns Linien. Dazu laden wir uns unseren Schlepperpinsel mit etwas Weiß auf. Moment, hier ist was im Weg. Sonst kann ich nämlich nicht richtig malen. Also, aus diesem Punkt heraus ihr könnt auch von oben bis unten durchgehen, das geht auch. Dann müsst ihr aber aufpassen, dass nicht zu viel Farbe am Pinsel ist. So. Und jetzt setzen wir uns diagonale Linien. Mit einem kleineren Pinsel etwas Farbe aufnehmen und in diese freien Flächen hier zur Mitte hin kurze Linien ziehen.
So. Pinsel nochmal säubern. Wieder etwas Farbe aufnehmen. Und an die längeren kleine Querstriche setzen. Und mit eurem Dotting-Tool hier oben Punkte. Aber nur an die langen quer. Hauptadern, sagen wir es mal so. So. Und auch hier wieder Glitzer einstreuen. Ich mache mein Weiß zu. Das brauche ich nicht mehr. Und jetzt darf das Ganze komplett aushärten. Jetzt nochmal das überschüssige Glitzer komplett abbürsten. Und damit wären wir am Ende dieses Türchens auch schon angelangt. So sehen eure drei Tipps im besten Falle jetzt aus. Wie gesagt, Glitzer oder Acryl, das bleibt ganz euch überlassen, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt. Ich finde das mit dem Glitzer gar nicht mal schlecht. Ja, und das, meine Lieben, war es auch schon wieder zu diesem Türchen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bye-bye, eure Katrin. Bis zum nächsten und ich glaube zum letzten Türchen. Bye.